Hallo YouTube, ja, wir kommen zu einer neuen Folge auf der Grünfelder Land. Wir sind immer noch auf dem Weg zum Herrn Verona, zum Sägewerk, um die Holzkohle für die Gemeinde zu transportieren. Da haben wir ganz schnell runtergebremst wegen dem Blitzer. Da war doch irgendwo auch die Einfahrt, ja hier. Ja, hallo YouTube. Willkommen zum nächsten Teil auf der Grünfelder Land, Transport der Holzkohle zum Wasserwerk im Sägewerk aus. User joined your Und channel. Stück, Herr Grüger. Ja, Moment, Herr Verona. Gut. Moment. Gut, passt. Bongo, die sind dran. Müsste passen. Ja. Okay, komm Ja. rüber. Moment, ich bin gerade. Jetzt habe ich mich. 17, Moment. 18, 29, 21 und 6 wären 27, oder? Das sind jetzt hier 6 Paletten. Genau. Auf dem hier sind es 11. Also ich könnte auf den 6er 4, da 6, könnte ich auch noch mal 8. welche drauf machen. Wenn Sie wollen, gerne. Ja, dann fahren Sie mal her. Einfach Wie? hier quer. Ich hole mal einen Telelader. Ich schnell einen Telelader. Dann. Ballern wir da nämlich nur welche drauf. Und vielleicht belasse ich es erstmal bei den 21 und behalte die 6 noch auf Vorrat im Lager. Ja, wie Sie wollen. Hallo? Ja? Ich habe mich gerade gewundert. Ich habe mit mir selber gesprochen. Irgendwie habe ich einen Funk angehabt.
Achtung. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, eins, 21. Sie können ja dann die eine leere Mulde gleich wieder herbringen. Ja, mache ich dann. Dann habe ich die hier vorrätig stehen, das ist ganz praktisch. Muss mal gerade ein Foto für Instagram machen. Das war schlecht. Das ist gut. Super. So, liebe Leute, in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch auch mal wieder fürs Zuschauen. Die ist nicht richtig drauf, glaube ich. Nicht runterfallen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne morgen wieder rein. Bei der nächsten Folge wie Farming. Bis dahin. Macht's gut. Nein. Tschüss. Zwei, eins weiter. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land 1.5. Ich habe wieder meine tolle Beschäftigung Paletten verladen im Angebot. Ich muss dann selber auch noch meine Paletten verladen. Aber dafür brauche ich erst einen Anhänger, den mir der Herr Müller hoffentlich bald wieder zurückbringt. Die Palette sitzt auch nicht richtig. Och, das war so klar, ey. Herr Grüger. Ja. Los. Wir schauen so an. Ah, ich glaube, das müssen wir noch mal ein bisschen üben. Mit dem Palettenverladen. Können Sie das besser? Ja, mit dem Teleskoplader habe ich es noch nicht versucht. Aber mit dem Stapler auf jeden Fall. Stapler ist für Anfänger. Da. Gut. Gut, danke schön. Das haben wir jetzt 10 Paletten. Nee, achso. Ja, auf der Ladung. Ja, 10 und auf dem anderen sind es 11. Ich gebe Neumann weiter, dass sie 21 Paletten kriegen.
Genau. Oder mitnehmen. Genau, machen wir so. Gut, Dankeschön. Gut, bitte, gute Fahrt. Wiedersehen. Tschüss. So, gut. Stopp, bleiben Sie noch mal stehen. Ja. Haben Sie noch mal ein Stück zurück, bitte. Einfach so nebendran noch mal, das wäre schön. Ja, so ist gut. Dürfen ruhig da bleiben. Gucken Sie mal schön in die Kamera. Ja, bitte lächeln. Jawohl, danke. Bitte So, schön. jetzt gute Fahrt. Tschüss. Danke, Wiedersehen. User left your channel. Ja, fahren wir jetzt die erste Spur hoch zum Wasserwerk. Gerne dürft ihr auch beim Herrn Veruna vorbeischauen auf seinem YouTube-Kanal, welchen ich unten in der Beschreibung verlinken werde. Ja, hinsichtlich meinem Hintergrund werde ich mir auch noch was einfallen lassen. Hoffen wir auch mal, dass wir zum Wasserberg keine Paletten verlieren. Muss ich kurz mal auf die Karte schauen. Mal nächste rechts und dann komplett geradeaus hoch. Genau.
Ja, meine Navigation erkennt auch, wenn auch. Von der Seite ein Auto oder so kommt. Aber wir können auch die Karte ausmachen, komplett. Ja, was meint ihr? Schreibt in die Kommentare, sollen wir uns einen Fendt 1050 kaufen? Ja oder nein? Oder lieber einen John Deere? Was sollen wir uns fürs LU, für das Transportwesen anschaffen? Was meint ihr? Ja, drüben ist fleißig einer am Rollen, würde ich sagen, oder düngen. Na, sieht aus, düngen, so wie es ausschaut. Keine Ahnung, wer das gerade war. Wir haben uns noch ein paar Meter bis zum Wasserberg. Wobei, der 9er Deutsch wäre auch nicht schlecht, finde ich. Dürfen wir nur die Einfahrt nicht verpassen? Einen netten Wasserberg. Wir
erstmal kurz gucken, wo die Holzkohle hinkommt. Ich glaube, das war hier geradeaus. Ja, genau. Ja, dann tun wir hier mal beenden wieder. Hoffe, es hat euch gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder reinschaut. Wir laden jetzt hier erstmal ab. Und bis zum nächsten Mal.